Hallo, ich habe gerade mein Studium begonnen, per Post. Und zwar wollte ich probieren, kreatives Schreiben zu studieren. Und da ich erdgebunden bin an diesen Ort, habe ich mich dafür bei Fernschulen umgesehen und bin natürlich an der hängen geblieben, die man so kennt. Wenn man sich da relativ sicher sein kann, dass man nicht so richtig beschissen wird. Jedenfalls nicht mehr als bei anderen. Und es ist die ILS geworden. Einfach weil ich sie vom Namen her kannte. Und jetzt habe ich hier mein erstes Lernpaket, das erste halbe Jahr. Da kann man reinschnuppern und wenn man sagt, man findet es doof, sofern man es denn aufkriegt, dann kann man es auch wieder zurückschicken. Also vielleicht behalte ich den Karton noch. Ich weiß nicht, das auch schon alles. Ich muss mal querlesen. So ein bisschen. Aber die Themen klangen recht interessant, auch so im Gegensatz zu der GGS. IGS? Wie heißt die andere? Vergessen. Und die Schule des Schreibens, das klingt alles so ähnlich. Ja? Das ist mein Studienmaterial. Ich habe das schon mal bei wem anders auf YouTube gesehen. Der hat irgendwie kein Follow-Update gemacht, ob die weitergemacht hat oder nicht. Der Vertrag. Kann ich mir mal ein bisschen Zeit mitlassen. Ein Stift, was zum Schreiben. Lehrgangsinformationen. Also der übliche Sheet. Die sind wirklich tatsächlich sehr dünn. Es ist immer die Frage, ob man so viel Geld dafür ausgeben will. Ne? Du blätterst für so einen mehrmonatigen Studiengang locker über 1000 Euro hin. Und das sind jetzt schon 6 Studieneinheiten. Sieht auch aus, als hätte da jemand schon mal drin geblättert. Wenn man so von oben rauf guckt, sieht das ziemlich abgefranst aus. Die ersten 4. Heft 1? Gute Frage, nächste Frage. Oh nein! Ich habe keine Ahnung, von welcher Richtung aus Heft 1 ist. Erinnerung und Bilder, Studienheft. Cluster schreiben. Schreibprogramm und Wortmaschinen. Gedankenblitze und Gedichte. Konflikte und Pointen. Also die Themen sind schon spannend, ne? Und eigentlich bezahlst du, glaube ich, auch eher das viele Geld dafür, dass jemand deinen Text dann korrigiert. Es geht schon ums Kreativsein, hoffe ich. Ich kann ja mal hinten reingucken, was die Aufgabe ist für Erinnern und Bilder. Das müsste eigentlich ganz zuletzt drin stehen. Einsendeaufgabe B. Bla bla bla. Schreiben Sie über Ihre eigenen Erfahrungen beim Tagebuchschreiben. Erfinden Sie 10 verschiedene Titel und geben Sie eine kurze Beschreibung an. Das klingt eigentlich ganz gut. Ach Mann, Leute, ich weiß nicht. Aber ich werde heute auf jeden Fall ein bisschen schmökern. Und dann gucken. Weil ich möchte tatsächlich irgendwann in meinem Leben noch mal ein bisschen mehr aus dem kreativen Schreiben machen. Das ist schon mein Wunsch. Und wenn mir der Studiengang gefällt, dann könnte ich mir vielleicht auch noch den Studiengang Autor werden vorstellen. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen eher das Hintergrundwissen, das mechanische Hintergrundwissen. Ich werde euch berichten, wie ich das fand. Gleich jetzt nach dem Reinlesen. Ich war bis gerade eben noch nicht so richtig vom Studienheft überzeugt. Aber gerade habe ich mit der Hilfe des Studienheftes einen echt schönen, schönen Text geschrieben. Auch wenn das nicht ganz die Aufgabe war. Und zwar geht es um Schmied. Gab es so eine Schmiedaufgabe. Eigentlich sollten wir den Hammerschlag beschreiben, aber ich habe mir irgendwie, gerade hat es so schön geregnet noch draußen, Kurzgewitter, da habe ich mir irgendwie ausgedacht, dass dieser Schmied den ersten Weihnachtsschmuck erfunden hat. Und
Es war so verzaubert und so schön gerade, dass ich fast in Versuchung bin, tatsächlich das weiterzumachen. Ich habe jetzt auch mal in die anderen Hefte ein bisschen reingeblättert. Da wird das schwieriger und komplexer. Glücklicherweise, weil ich hatte jetzt am Anfang beim ersten Heft das Gefühl, das ist irgendwie gar nicht so geil und es gefällt mir nicht so. Ich werde morgen noch mal ein bisschen weiter stöbern. Und vielleicht bleibe ich dabei. Ich muss noch mal mit meinem Freund ein bisschen drüber quatschen, was der so denkt, weil der hat mich ja ermutigt, das zu machen. Es hat echt viel Geld, ne? Also, die hätten die Studienhälfte echt ein bisschen dicker und teurer gestalten können, dafür, dass du so viel Geld da raushaust. Andererseits ist es auch schön, schreit zu schreiben und immer wieder daran zu erinnern, wenn du es so schreiben musst, weil du gibst ja dieses Geld dafür aus. Oh, was denkt ihr? Soll ich weitermachen oder nicht? Soll ich weiterschreiben? Soll ich das weitermachen, das Fernstudium kreatives Schreiben? Ich mache mal oben eine Abstimmung in die Ecke, was ihr so denkt. Das würde mich total interessieren. Auch wenn es meine Entscheidung nicht beeinflussen würde. Aber ob ihr denkt, ob mir das als Person weiterhilft, gerade die schon länger mich so ein bisschen verfolgen, was ihr so für einen Eindruck habt, ob das geil ist oder nicht. Vielleicht hat auch einer von euch schon mal ein Fernstudium gemacht, dann schreibt mir doch bitte, wie das war. Ich mache das jetzt nicht unbedingt zwingend für den Abschluss, sondern eher, um mein Wissen im kreativen Schreiben zu erweitern und mehr Fähigkeiten zu erlernen, um es besser nutzen zu können. Auch wenn ein funktionierender Abschluss natürlich schön wäre, aber ich habe schon gelesen, dass die nicht viel wert sind insgesamt im Internet. Und auch wenn die das so darstellen, als wäre das ja anerkannt von Arbeitgebern, ist es nicht, nicht nach den Beschreibungen der Erfahrungsberichte von anderen Leuten. Aber habt ihr einen Erfahrungsbericht dazu, schreibt mir den unbedingt. Ich möchte das wissen, ganz, ganz genau. Und vielleicht teile ich dann mal den Text mit euch demnächst. Ich finde den sehr, sehr schön und überlege, ob ich den einreiche für nächstes Jahr in der Schreibwerkstätte für den Kalender für den Winter. Dann können die den dahin tun, wo sie ihn hinhaben wollen. Das war nämlich dieses Jahr wieder super schwer mit einem Text, auch wenn ich dieses Jahr wieder einen im Kalender habe, in meiner Schreibwerkstätte. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Beantwortet meine ganzen Fragen, bitte. Tüdelü.